Ein recht kurzer Text von Blumenberg, der sich vielleicht ganz schön zum Einstieg in sein Werk eignet, ist die Atommoral. Der Text ist in den Schriften zur Technik veröffentlicht worden. In ihm zieht Blumenberg das Verhältnis von Mensch und Natur nach. Die Metapher begegnet uns hier in Gestalt der Atombombe, also dem Inbegriff der Ikone der menschlichen Zerstörungskraft. Doch Blumenberg belässt es nicht dabei. Er zieht weitere Ebenen ein und bedient sich hierfür der Literatur. Anhand von Goethes Zauberlehrling öffnet er seinen Metapherbegriff zu den schönen Künsten und geht somit weiter, als die Atombombe in ihrem Gewaltpotenzial zu belassen. Die Atombombe ist bei ihm eher ein Symptom unserer Gesellschaft. In der Westfälischen Wilhelms-Universität im Eingangsbereich des Philosophikums zeigen wir eine Auswahl der Bücher Hans Blumenbergs. Sie bezeugen die außerordentliche Produktivität von Blumenberg als Wissenschaftler. Die literarischen Titel bezeugen seine Forschungsinteressen und markieren zugleich Leitgedanken seines intellektuellen Schaffens. Wie würdest du einen Grundgedanken in seinem Schreiben, in seinem Schaffen charakterisieren? Ich denke, ein zentraler Gedanke ist, dass Blumenberg den Menschen als ein Mängelwesen bestimmt, das sich im Dasein behaupten muss. Es wird einerseits historisch thematisch im Frühwerk, vor allen Dingen so einer Schrift wie Die Legitimität der Neuzeit, wo er stark begründet, warum der Mensch in der Neuzeit zu einem schöpferischen Wesen auch wird. Und später im Werk wird es zunehmend rein anthropologisch, dass er den Menschen beschreibt als jemanden, der sich versucht, die Wirklichkeit auf Distanz zu halten, einerseits durch Sprache und andererseits versucht, sie zu bewältigen, indem er auch kulturschaffend ist. Typisch für Blumenbergs Auseinandersetzung mit Sprachfiguren ist beispielsweise die Lichtmetapher oder die Schifffahrt als Bild für das menschliche Dasein. Ebenso aber auch etwa die Buchmetapher, mit der er sich unter dem Titel Die Lesbarkeit der Welt befasst hat. Ja, Blumenbergs Werk und vor allen Dingen die Titel ist ein Beispiel dafür, wie man sich kontinuierlich mit dieser Bildproduktion theoretisch auch auseinandersetzen kann. Auffällig ist dabei, dass er sich wirklich sehr selten mit der bildenden Kunst auseinandersetzt. Höchstens allgemeiner mit der Kultur und dann vor allen Dingen in einer anthropologischen Auseinandersetzung. Ja, dennoch haben aber seine bildhaften Sprachfiguren eine große Anziehungskraft, gerade für die Künstlerinnen und Künstler der Gegenwart. Besonders seit den 1970er, 80er Jahren finden seine Schriften in unterschiedlichen Formen Spiegelungen in künstlerischen Formulierungen aus dieser Zeit. Wie kann man sich das erklären, dass er so stark rezipiert wird im Feld der zeitgenössischen Kunst? Ich kann mir vorstellen, dass vor allen Dingen die im Spätwerk die Daseinsmetaphern sehr ansprechend sind. Also gerade die bekannte Metapher der Schifffahrt auch, dass sie auch weniger voyeuristisch verstanden wird, als eher eine Befragung des eigenen Daseins, wie man sich als Mensch auch verorten kann im Dasein. Ja, könnte man sagen, dass er gerade für die bildende Kunst und für Künstlerinnen und Künstler der Gegenwart eine so große Relevanz hat, weil seine Schriften die Kontinuität von Bildproduktion als eine kulturelle und soziale Praxis nachweist? Ich denke schon, weil das gerade auch als Ansatzpunkt einer Ästhetik in der Sprache wäre, also da auch ein Ansatzpunkt für eine künstlerische Auseinandersetzung.